So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch, es ist selbstverständlich Thema Ernährung und heute gibt es die beste und vor allem leckerste Pizza, die ihr euch machen könnt. Das wird wirklich, ich verspreche es euch, es gibt Pizzen, es gibt auf meinem Kanal auch andere Pizzen. Es gibt Pizzen mit Zucchini-Boden, es gibt Pizzen mit Thunfischboden, ist auch sehr, sehr beliebt bei mir. Die haben noch bessere Nährwerte. Heute geht es darum, eine Pizza zu machen, die Top-Nährwerte hat, absolute Top-Nährwerte, viel, viel, viel Eiweiß, also wirklich eine Proteinpizza, wenig Fett, wenig Kohlenhydrate. Aber heute geht es mir darum, euch zu zeigen, dass ihr euch selbst eine leckerere, das meine ich ab, jeder, der es probiert, wird mir beistehen, ich verspreche es euch, eine leckerere Pizza trotzdem machen könnt, als jede Tiefkühlpizza da draußen. Sieht ähnlich aus, ist viel leckerer, sättigt länger und ist leckerer. Ich verspreche es euch. Und kleine Werbung an der Stelle, das neue Whey ist draußen, unser neutrales Whey. Viele haben es sich gewünscht. Das ist wirklich so ein bisschen auf Kundenanfrage. Viele wollten bei uns ein perfektes neutrales Whey, ich meine es wirklich ernst, um eben solche Rezepte zu machen. In diesem Rezept arbeiten wir auch ein bisschen mit neutralem Whey. Wie gesagt, es ist da, viele haben es euch gewünscht und ich werde euch auch, wie gesagt, im Newsletter, wenn ihr euch anmeldet und so, wir werden euch sehr, sehr viele Rezepte eben damit zeigen. Neutrales Whey ist perfekt, um eben zu backen, Pizza zu machen und so weiter. Natürlich auch für einen Shake und so weiter, aber eben perfekt für solche Rezepte. Wie gesagt, ihr könnt da auch ein anderes neutrales Whey nehmen, aber meins ist einfach von der Qualität am besten. So, kleine Werbung an der Stelle, ist aber tatsächlich so. So, deswegen, jetzt starten wir direkt mal mit dem Rezept und ich zeige euch einfach mal die Nährwerte im Vergleich zu einer normalen, durchschnittlichen Tiefkühlpizza. Wir haben einfach mal ein bisschen, wirklich um Durchschnittswerte zu nehmen. Eine durchschnittliche Tiefkühlpizza, könnt ihr aber selbstverständlich vergleichen, hat um die 850 Kalorien. 850 Kalorien, das ist viel. Und wenn ihr euch jetzt anschaut, die Makronährstoffe, wir haben meistens so um die zwischen 28, 30 Gramm Protein, kommt natürlich auf den Belag an. Wir haben meistens so um die 100 Gramm, 110 Gramm Kohlenhydrate und meistens um die 30, 35 Gramm Fett. Diese Nährwerte sind jetzt keine absolute Katastrophe, diese 30 Eiweiß und so weiter, wenn die in eure Makros passen, okay. Aber es sorgt einfach dafür, dass ihr schnell wieder hungrig seid, ihr habt recht schnell, wie gesagt, eure Fette erreicht, ihr habt recht schnell eure Kohlenhydrate erreicht und ihr kommt nicht so schnell auf eure Eiweiße. Ich sag euch wirklich mal die Nährwerte von unserer Pizza, die leckerer ist. Ich schwöre es euch wirklich, wir haben es allen zum Probieren gegeben, die ist leckerer. 100%ig, ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist wirklich so. Ich möchte einfach, dass ihr mal selber so eine Pizza macht, dann wisst ihr, warum, wovon ich rede. Wir haben um die 670 Kalorien. Auch eine gute Portion, ist eine gute, gute Mahlzeit. Sättigt auch ordentlich diese Pizza, ist natürlich auch wesentlich schwerer, das sage ich dazu. Die ist wesentlich schwerer, wir haben viel, viel, viel mehr drin, sättigt länger. Aber sättigt auch länger, weil wir um die 75 Gramm Eiweiß auf so eine Pizza haben. 75 Gramm Eiweiß, wir haben nur um die 65, 67 Gramm Kohlenhydrate und wir haben nur 10, 11 Gramm Fett. Das sind Nährwerte. So sehen Nährwerte aus für eine richtig schöne Portion. Viele fragen auch, Simon, ich will Muskeln aufbauen, zeig doch nicht mal Diätrezepte. Das ist ein Rezept, das passt perfekt in eure Makronährstoffverteilung. Das ist eine richtig schöne Mahlzeit. Was brauchen wir dafür? Starten wir direkt mal mit dem Whey, neutrales Whey. Das ist nicht nur, um das Eiweiß zu erhöhen. Neutrales Whey oder insgesamt Whey eignet sich perfekt eben für Backen, für Kuchen, für Plätzchen, eben auch für Boden, weil es bindet. Es bindet die Flüssigkeit. Es geht schön auf und es hilft dem Teig einfach, statt Mehl zu nehmen, einfach etwas zu nehmen, wo der Teig einfach perfekt wird. Mit neutralem Whey könnt ihr ganz, ganz fantastisch eben backen und Pizza machen. Wir brauchen, ich sage euch jetzt, wir haben zwei Böden. Also das, was ich euch jetzt zeige, ist für zwei Böden und dann den Belag. Das heißt, wir haben für zwei richtig große Pizzen, könnt ihr, ich zeige euch das dann auf eine Pizza. Wir nehmen 200 Gramm Magerquark. Wir nehmen 50 Gramm Whey-Protein. Wir nehmen 150 Gramm Mehl. Auch dazu, ihr könnt, um es noch zu verbessern, natürlich Mandelmehl nehmen. Aber heute geht es um den Geschmack. Wir nehmen normales Weizenmehl. Ich bin kein riesen Fan von Mehl, aber 150 Gramm auf zwei Böden. Das heißt, haben wir eben nur 75 Gramm. Das ist wirklich völlig, völlig in Ordnung. Also 150 Gramm Mehl. Genau, ganz wichtig. Wir müssen hier ein bisschen hin und her spielen, aber ich kann mir nicht alles merken. Also wir haben 16 Gramm normale Hefe. Das heißt, wirklich braucht ihr, damit es schön hochgeht, damit der Geschmack köstlich wird, um die 16 Gramm. Prise Salz selbstverständlich, ein bisschen Olivenöl. Auf die doppelte Portion haben wir zwei Esslöffel genommen, also um die 10 Gramm. Das heißt, pro Portion haben wir ungefähr 5 Gramm Olivenöl. So, also das waren die Zutaten für zwei Böden. Macht euch auch am besten zwei, das hält sich super im Kühlschrank, könnt ihr nicht dann noch eine machen oder macht euch direkt zwei. Wie gesagt,
und ansonsten halbiert den Teig. So, wie gehen wir vor beim Teig? Achtet wirklich auf die Reihenfolge auch. Also nehmt erstmal das Mehl. Das heißt erstmal 150 Gramm Mehl, dann 50 Gramm Whey dazu, das Ganze ein bisschen verrühren, dann eine gute Prise Salz mit dazu nehmen. Dann nehmen wir die Hefe. Das heißt, nimmt wirklich nur ganz, ganz, ganz wenig warmes Wasser. Ein, zwei Esslöffel. Das reicht wirklich völlig aus und löst da drin um die 15, 16 Gramm Hefe auf. Das löst sich perfekt auf, wissen auch viele nicht. Ihr könnt das ganz, ganz normal auflösen. Stellt das nochmal kurz neben die Pizza. Dann nehmt ihr in etwa, wie gesagt, zwei Esslöffel um die 10 Gramm Olivenöl. Ihr müsst Olivenöl mit reinnehmen, einfach für den Geschmack. Wie gesagt, denkt dran, es geht um den Geschmack. Olivenöl rein und mischt das immer wieder. Ihr seht, sobald da ein bisschen Flüssigkeit drankommt, verbindet sich das, klumpt das so ein bisschen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Nehmt erstmal eine Gabel, verrührt das so ein bisschen. Dann packt ihr die Hefe mit dazu. Auch da wieder, ihr seht, richtig schön alles, was flüssig ist. Das heißt, das Mehl bindet richtig schön. Nicht Finger rein oder irgendwas. Ihr kriegt es sonst nicht von den Fingern. Auch das Ganze mit der Gabel. Und dann nehmen wir Step by Step, ganz, ganz wichtig, Step by Step, immer so in 50, 60 Gramm Schritten ein bisschen Magerquark rein und das Ganze mit der Gabel verbinden. Nochmal 50 Gramm, sodass ihr 200 Gramm Quark, Magerquark nochmal mit unterrührt. Wie gesagt, dann erhaltet ihr einen perfekten Teig. Der ist schön klebrig, der ist schön fest. Der ist richtig, richtig fest. Zum Schluss wird es schwer, das Ganze umzurühren. Das Ganze zudecken, ganz, ganz, ganz wichtig. Zudecken und irgendwo auf eine Heizung oder irgendwo warm. Ihr könnt auch den Ofen irgendwo auf 40, 50 Grad und das einfach rein. Das braucht einfach ein bisschen Wärme. Nicht heiß machen, aber ein bisschen Wärme. Und lasst diesen Teig zwischen einer Stunde und zwei Stunden mindestens gehen. Und in der Zeit machen wir uns dann den Belag schon mal fertig. Ganz wichtig, die Tomatensoße immer selber machen. Ganz, ganz wichtig. Ich sage euch jetzt für den Belag, natürlich könnt ihr es unterschiedlich belegen, aber wichtig, um die Nährwerte zu erreichen, um diesen Geschmack zu haben, macht einfach mal dieses Rezept nach, um einfach, wie gesagt, alles zu haben. Wir nehmen 20 Gramm Tomatenmark, kein Ketchup, kein gar nichts. Ihr bekommt so einfach, ich frage mich immer, wer sich da diese Pizzatomaten macht, obwohl man das einfacher, viel, viel schneller und leckerer selber hinkriegt. 20 Gramm Tomatenmark brauchen wir. Wir brauchen ordentlich Oregano rein, bisschen Knoblauchgewürz. Ihr könnt auch ein paar andere Gewürze, aber reicht wirklich. Salz, Oregano, bisschen Knoblauch. Das Ganze verrühren, Wasser mit da rein, dass ihr eine schöne glatte Konsistenz bekommt und ein Klecks Olivenöl, damit ihr da so ein bisschen Sämigkeit runter bekommt. Das Ganze schön unterrühren. Ihr seht, perfekte Menge für eine Pizza. Das, was ich jetzt sage, ist für eine Pizza. Ganz, ganz wichtig. Das ist für eine Pizza. Das heißt, ihr habt eine perfekte Tasse, um gleich die Pizza mit Tomatensoße völlig ausreichend zu beschmieren. Was nehmen wir noch für den Belag? Wir nehmen in etwa 60 Gramm Thunfisch. Auch die Menge perfekt. Belegt euch das Ding nicht voll mit Thunfisch. Das schmeckt nicht. Wirklich schön 60 Gramm. Dann habt ihr perfekt gleich auf die Größe eine ausreichende Portion Thunfisch. Wir nehmen noch 70 Gramm ungefähr. Ich habe hin und her experimentiert, was so die perfekten Mengen sind. Haltet euch einfach genau daran. 70 Gramm Skirella oder Mozzarella Light. Skirella, Nährwerte einfach noch grandioser. Skirella, 70 Gramm, das Ganze reiben oder einfach so schön in Körnchen einfach da dann zum Schluss drüber streuen. Nehmen nur ein paar Blättchen Basilikum nehmen wir noch mit dazu und das war es eigentlich auch schon vom Belag. So, nachdem der Teig jetzt hochgegangen ist, heizt den Ofen schon mal vor auf 200 Grad, ganz wichtig. Wir haben so einen Pizzastein genommen, braucht ihr nicht. Backpapier und richtig schön den Teig, wie gesagt, die Hälfte davon für eine Pizza, richtig, richtig schön klopfen. Nehmt ein bisschen Mehl noch oben drauf, dass die Hände nicht zu sehr kleben und richtig dünn. Wenn ihr das richtig dünn ausrollt, habt ihr bei der Menge zwei komplett richtig große, perfekt große Portionen Pizza. Ganz, ganz, ganz dünn das Ganze klopfen. Dann die Tomatensoße, die ihr euch gerade vorbereitet habt, richtig schön oben drauf. Und jetzt kleiner Trick, das, was im Glas noch ist, das heißt, ihr habt da noch so ein paar Reste von Oregano, ein bisschen Knoblauch und so weiter, nehmt da 60 Gramm Thunfisch mit rein. Das vermischt sich nochmal mit den Aromen und so weiter. Und dann habt ihr auch, wie gesagt, alles auch wirklich auf eurer Pizza und schmeißt nicht weg. Das heißt, das Ganze mit dem Thunfisch verrühren, dass der richtig, richtig klein ist, richtig abwringen vorher und dann da rein durchmischen. Thunfisch oben drauf, wie gesagt, ein bisschen Oregano nach Geschmack, könnt ihr noch drüber streuen und so weiter. Und dann eben den Skirella oder den Mozzarella Light richtig schön drüber streuen. 70 Gramm, richtig schön, dass alles bedeckt ist. Das Ganze kommt in den Ofen bei 200 Grad in etwa 10 Minuten. Das war's. 10, 11, 12 Minuten, kommt ein bisschen natürlich auf den Belag an. 10, 11, 12 Minuten, testet immer ein bisschen. Wenn er goldbraun ist, ist er perfekt. Ihr könnt auch in der Mitte schauen, ob der wirklich schön durch ist. 10, 12 Minuten in etwa, dann ist das Ganze perfekt. Ihr holt es raus, ihr schneidet es an und ihr glaubt gar nicht, was ihr für eine leckere Pizza habt. Ich verspreche euch, sie ist köstlich. Die Nährwerte sind eine Granate. Für alle, die jetzt denken, oh Gott, ich habe da Whey drin oder sowas. Ihr schmeckt null irgendein Whey raus oder ähnliches. Ihr habt einfach eine perfekte Konsistenz vom Boden. Es ist köstlich, es setzt
sättigt lange und wie gesagt, ihr könnt den belegen, wie immer ihr möchtet. Wir haben noch ein paar, wie gesagt, zum Schluss bitte nur ein paar Basilikumblätter drüber streuen, nicht vorher die verbrennen und einfach ein Genuss, ein absoluter Genuss und so kann man sich eben auch mal eine Pizza gönnen und hat nicht die Nährwerte von so einer Tiefkühlpizza. Die Vorbereitung dauert etwas, aber eigentlich nur vom Teig, der muss ja gehen. Wenn der Teig fertig ist, wenn ihr so ein paar Teige einfach euch vorbereitet habt, zack, zack, das Ganze drauf belegen, ab in den Ofen und das ist genauso schnell fertig wie so eine Tiefkühlpizza. Deswegen, es muss nicht immer eine Tiefkühlpizza sein, wenn ihr mal schnell eine leckere Pizza haben wollt und wenn ihr eine mit noch besseren Nährwerten haben wollt, könnt ihr natürlich einen Thunfischboden nehmen. Aber manchmal will man auch ein bisschen Genuss haben. Deswegen, das Ding ist einfach unschlagbar, meine lieben Freunde. Unten drunter schreiben, was ihr noch für Varianten habt, um es oben zu belegen und so weiter. Würde mich sehr, sehr freuen. Vielleicht noch ein paar Ideen, ein paar Sachen, aber ansonsten vom Grundrezept ist das unsere Pizza, die wir ab jetzt essen, wenn wir Bock haben auf Pizza, meine lieben Freunde. Begeistert auch mal eure Familie und so weiter. Die werden nicht glauben, wie lecker und vor allem wie lange satt die nach dieser Pizza sind im Vergleich zu so einer Tiefkühlpizza. Macht es einfach mal nach. Holt nicht diese fertigen Teige und so weiter. Ihr braucht nicht diese fertigen Tomatensoßen. Ihr braucht nichts Fertiges. Ihr könnt es genial selber machen. Und es ist auch irgendwie ist man stolz, auch dass man so eine eigene Pizza gemacht hat, meine lieben Freunde. In diesem Sinne, abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Denkt an das neutrale Way. Schreibt unbedingt mal drunter, was ihr noch für Rezepte insgesamt sonst mit neutralem Whey macht. Ich bin offen für alles. Und schaut bei Facebook, Instagram vorbei, habe ich schon gesagt. Und die besten Supplements selbstverständlich bei DP Nutrition. Die besten am OBIP. Bis dahin, euer Simon.